So, Hallöchen, zweiter Teil Temu Hall. Das hier ist auch wieder alles nur Bastelsachen. Nur Bastel, 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 Bastel. Wir fangen an, oder hinter hier ist halt hauptsächlich auch so viel PVC-Tape. Ich habe mir das hier einmal gekauft. Das sind 3,74 mal 13,78 Inch. Ich dachte echt, das wäre eine ganze Rolle. Aber ist es leider nicht. Und das Ding hier hat, glaube ich, auch 2 € gekostet. Ich dachte echt, es wäre eine ganze Rolle, aber es ist nur ein so ein Streifen. Aber das gibt es als Rolle, da kostet aber die Rolle dann 30 €. Aber es gibt ja so auserwählte Washi-Tape-Shops, die haben auch PVC-Tapes und so. Da kosten halt so Rollen auch für gewöhnlich 30 €. Bei Temu, die Rollen, die man so für 2, 3 € bekommt, das ist halt alles Einheitsbrei. Wisst ihr, wie ich meine? Aber wer hier so besondere Washis kaufen möchte, der muss halt wirklich ein bisschen tief in die Tasche greifen und bei diesen auserwählten Shops kaufen. Oder halt auch bei Temu teuer Geld zahlen. Also ich zeige euch gleich, was ich mit Einheitsbrei meine. Also es gibt billiges PVC-Tape. Hier das jetzt ein Beispiel. Das kostet nur 2 €, teilweise auch nur 1,70. Das gibt es natürlich schon durchaus auch bei Temu, klar. Aber das ist halt, ich kann es mal zeigen, das ist halt nichts Besonderes. Ich sag mal so, jeder, der bei AliExpress oder Temu oder was weiß ich kauft und hier so Tape haben will und dem so auserwählte Shops zu teuer sind, der wird das hier in seinem Bastelbereich haben. Also es ist nichts Besonderes, dieses hier zu haben. Wie ich meine, also ich will das damit nicht schlecht reden, aber man hebt sich hiermit halt nicht aus der Masse ab. So, und das hier ist, boah, hier ist gerade, ach, das sind sogar einzelne Aufkleber, sehe ich gerade. Das ist wiederum geil. Das sind einzelne Aufkleber. Und zwar richtig viele. Das ist geil. Aber kommen gleich noch viel mehr. Hier ist nur eins gerade eben kaputt gegangen, weil es sich mitgelöst hat. Ach nee, ist nicht der Sticker kaputt, ist nur die Umrandung vom Sticker. Ja, egal. Kommt jetzt wieder drauf und ab in die Tüte, damit sich's nicht aufrollt. Ja, ein bisschen knistern gehört dazu. Einmal das. So, dann das hier. Das ist aber hier so ein Tape. Das machen wir auch mal auf, damit ich euch das zeigen kann. Ich habe die auch bereits schon mal in anderen Varianten in meinem Bastelbereich. Ich müsste das eigentlich nicht aufmachen, aber irgendwann, wenn ich es benutzen will, muss ich es ja eh aufmachen. Und dadurch, dass ich es benutzen will, ich möchte die Sachen nicht nur sammeln, sondern ich möchte es auch wirklich mal benutzen, habe ich es jetzt schon mal geöffnet. Dann habe ich später nicht das Drama. Hier ist jetzt. Das Tape klebt immer gut bei denen. So, und die hier, die muss man sich jetzt abschneiden. Das ist alles komplett klebend. Also es ist eine Klebefläche und die kann man sich halt ausschneiden. Aber wie gesagt, das ist halt so Einheitsbrei. Das ist nichts Besonderes. Wenn man das jetzt mit dem hier vergleicht, dann seht ihr ja den Unterschied. Und das ist auch klar, dass hier so eine Rolle, wenn man die dann als, was weiß ich, 2 oder 5 Meter Rolle kaufen würde, 30 € kostet. Aber wunderschön, oder? Mit diesem dezenten Holo im Innenteil der Blume. Es ist wirklich schön. Und hier sind auch immer 2 Meter oder sogar 2,5, 3, je nachdem. Die gibt es auch teilweise, je nach Muster, gibt es sie auch mit 5 Metern. Und immer wenn ich da was Neues sehe, kann ich nicht anders. Ich muss es einfach haben. So, hier haben wir, das lasse ich jetzt leider zu, das ist alles voller Pfauen. Das sind ganz, ganz viele verschiedene Pfauen. Ach komm, auch das mache ich mal auf, weil ich das auch mal sehen möchte. Ach je.
Aber ich werde in dem Video, es kommen noch so viele, ich werde nicht jedes einzelne aufmachen, weil das kostet erstens zu viel Zeit, zweitens knistert es auch zu viel. Wenn ihr die alle wirklich, alle, die ich habe mittlerweile eine ganz große Kiste voll. Wenn ihr alle mal sehen wollt, dann könnt ihr mir das gerne mal schreiben, dann werde ich das auch mal als Video machen, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Boah, die sind auch so geil. Die sind hier noch so ein bisschen embossed, ein bisschen erhoben und auch so schön glitzerig. Wow, schön. Und da ist auch immer, das sind so viele drauf. Hier wiederholt sich's. So schön einfach. Na. Ja, ich hoffe, ich power gleich auch noch mal ein bisschen in meinem Bastelzimmer weiter. Ich hoffe nämlich, dass ich dann bis Oktober, mal schauen, hoffentlich gelingt das, hoffentlich bis Oktober dann wieder mein Bastelzimmer zur Verfügung habe. Hier sind noch mal die Blumen, die ich euch ausgepackt gezeigt habe. Hier, das hier ist eins meiner absoluten Lieblinge. Das kaufe ich auch immer und immer wieder nach, obwohl ich noch kein einziges davon verwendet habe. Aber die, manchmal kosten die 5 €, manchmal 3 und manchmal sind die im Angebot für 2,50 € und dann kaufe ich die immer gerne nach. Und das sind hier einfach nur lauter bunte Farbtupfer. Wasserfarbtupfer halt. Die sind so geil. Dazu sage ich auch nie nein. Die müssen immer und immer und immer wieder mit. Ja, geil, oder? Ich bin auch echt komisch. Ich liebe es knallbunt und ich liebe es sehr sarkastisch und morbide. Ist total witzig hier. Nochmal die Farbsprenkler. Hier haben wir nochmal die gezeigten Blumen, die es gerade eben in Lila gab. Haben wir aber hier in Pink. Die sind fast identisch. Hier habe ich noch mal ein paar Cabochons und zwar sind das kleine Raketen. Hier haben wir noch Eisvögel, also hier so Kolibris und ja Vögelchen, alles Mögliche in der Machart wie die Pfauen. Dann haben wir hier kleine Blümchens, Nail-Deko-Zeug. Was will ich damit? Ja, ich will natürlich mir irgendwann wieder die Nägel machen. Ich mache mir die ja selbst. Ich möchte wieder extrem viel Karten basteln, Card Candies, Flipbooks, kleine Geschenkchen und. Hier sind noch mal die kleinen Blümchen. Hier sind noch mal die Raketen. Ja, ich habe viel vor und viel geplant. Mein Shop will ich auch wieder eröffnen. Und lauter so Zeug. Es kommt, wie es kommt und wann es kommt. Hier haben wir Vögel in Gelb. Das sind lauter Vögel mit ein bisschen Sonnenblumen und so. Hier haben wir voll geil schwarz-weiße Blumen. Hervorragend für Trauerkarten, aber natürlich auch für schlichtere Männerkarten oder Gruselkarten. Dann haben wir hier noch die Vögelchen in so einem romantischen, zarten Rosa. Na komm. Ja, stellt jetzt nicht scharf, weil da auch so viel Plastik drumherum ist. Hier sind nochmal die schwarzen Blumen. Dann haben wir hier, das hier ist ein spezielles. Das war aber trotzdem auch billig. Das hat auch nur 2 € gekostet. Das wollte ich auch erst nicht, weil das ist halt nicht so mein Stil. Hier ist sogar noch ein Sticker bei. Das ist eigentlich der Sticker, der dann immer auf dem Ende von den Rollen angebracht ist. Und hier sieht man auch schon die Vorschau, was die Rolle beinhaltet. Ich roll es aber mal gerade auf, wenn ich den Anfang finde. Ja, wie gesagt, das ist jetzt eigentlich nicht so mein Stil, aber ich kann ja nicht immer nur das basteln und kaufen, was mir gefällt. Weil wenn ich wirklich meinen Shop wieder eröffne und dann kommt jemand und sagt mir, hey, du, ich will eine Karte mit Manga-Stil, ja, dann wäre es besser, wenn ich irgendwas im Manga-Stil habe, um dann auch dem Wunsch gerecht zu werden. Das ist jetzt auch kein Manga-Stil, eher so ein bisschen Flow, Meditation, nicht hier Meditation, was weiß ich,
Keep Calm, was weiß ich, so ein bisschen entschleunigt. Wie nennt man diesen Stil? Boah, ist aber auch echt viel. Guck mal, das Eichhörnchen, wie schön. Boah, krass, das hört ja gar nicht mehr auf. Boah. Hä? Das erste war mit den, oh, mit den Tulpen. Boah, guckt mal. So, und das sind alles die einzelnen Motive. Boah. Also jedes Motiv ist quasi zweimal auf der Rolle. Zwei Loops. Krass, oder? Das muss man auch ausschneiden. Das sind keine einzelnen Sticker. Die muss man alle noch händisch ausschneiden. Da, dam, dam, dam. Rolli, 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 Roll, 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 Roll. Ja, im Action, kurzes Zwischenplausch. Im Action habe ich natürlich auch die Stickerbücher gekauft, die jetzt jeder kauft und auch die Die-Cuts. Bei uns gibt es allerdings noch leider, 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 leider nicht die neuen Emboss-Sticker. Diesmal die in Grau mit den Tieren und so. Da gier ich ja drauf. Aber die gibt es bei uns noch nicht. Ich werde mal am Wochenende, ich habe ja ein Auto und kann ja fahren und was weiß ich, werde ich mal zwei, drei andere Actions abklappern und mal gucken, ob ich da was finde. Hier habe ich nach langer Zeit, früher habe ich die ja gesammelt, mittlerweile sammle ich eher die Sticker-Bomb-Sticker. Hier habe ich aber mal eins wieder gefunden, was mir total gut gefällt. Und zwar sind das lauter kleine Faultiere. Ich nehme jetzt nur mal ein paar raus. Die habe ich früher so viele gesammelt und ich habe auch noch so viel davon. Schade, dass die echt nicht größer sind, weil die sind so zucker, zucker süß. Auch die Machart halt, nicht nur weil es Faultierchen sind, sondern weil dieses Aquarell realistisch kindliche Süße, ich finde das so toll. Und deswegen finde ich auch ehrlich gesagt die Die-Cuts aus dem Action so, so schön, weil die auch alle so ein bisschen aquarellig, kindlich, verspielt und so sind. Moment. Ich habe auch noch die ersten Action-Die-Cuts. Da gab es ja auch die Schmetterlinge, die Blumen und ein bisschen Herbst und so. Aber die rotzen ja voll ab. Die sind so hässlich mittlerweile. Also. Wenn ich mein Bastelzimmer final habe, dann mache ich eine Roomtour. Und dann werde ich aber noch in jede einzelne Box nochmal durchgehen und nochmal dick fett aussortieren, weil mir ist echt bewusst geworden, ich habe ja wirklich schon ungefähr einen ganzen Sprinter voll vor 2 Jahren aussortiert. Und ich könnte jetzt locker auch nochmal einen ganzen Sprinter voll aussortieren. Also, und ich habe gar nicht mehr so viel neu gekauft. Aber manche Sachen sind mir halt, weiß ich nicht, ich habe manche Dinge verwahrt, die mir wichtig waren, die mir aber jetzt wiederum nicht mehr wichtig sind. Und man verändert sich ja auch immer. Man verändert sich im Denken, im Handeln, man reift, man lernt dazu, man verändert sich und. Und deswegen, ich werde bald nochmal aussortieren. Hier ist nochmal das Fauntape. Hier sind nochmal weiße Blumen. Also so ganz schön. Das glaube ich, habe ich auch bereits schon eins, zweimal. Ich kaufe die auch gerne einfach so manchmal dazu, weil die eignen sich halt hervorragend für Flipbooks. Ich bin in der Facebook-Gruppe Happy Mail Germany und das ist so geil. Flipbooks. Die sind eigentlich ja total aus der Mode. Da gab es mal vor 4, 5 Jahren oder so einen Hype. Und ich finde es aber nach wie vor geil. Und wenn mein Bastelzimmer wieder okay ist, ich will unbedingt ganz, ganz viele Happy Mails machen. Und dann einfach mal so einen Abschnitt dabei. Und dann gibt es so geile Themen wie Aufräummix. Also alles, was man irgendwie verräumt. Auch wenn es so ein Stanzteil ist, ein Stückchen Stickerbogen, ein Papier oder. Es ist einfach so geil. Ich will so viel mehr Happy Mail machen. Und ich vermisse das Basteln auch total. Ich nehme nochmal die Vögelchen. Ja, ich liebe auch Basteln. Es ist nach wie vor mein Hobby und das möchte ich auch echt nicht aufgeben. Hier ist nochmal das, wo so ganz, ganz viele drauf waren. Dieses in Anführungszeichen Manga-Stil. Dann habe ich hier kleine Einhörnerchen.
Wie gesagt, mein Shop will ich auch wieder öffnen. Da kann man ja so auch mal so als Goodies sowas dabei legen. Die habe ich nur einmal, weil die ja recht teuer waren, aber ich wollte sie unbedingt haben. So schön. Hier ist nochmal das mit den weißen Blumen. Ja, ich habe auch ein paar Stanzen gekauft und auch ein bisschen Papier. Wisst ihr was, ich zeige euch einfach schonungslos, was ich gekauft habe. Auch wenn da eventuell ein paar Fakes bei sind, kann ich, ja, weiß ich nicht. Ich kann manchmal auch echt nicht sagen, was Fake ist und was nicht. Deswegen, ich zeige es euch einfach. Hey, das hier ist auch besonders schön. Das sind nämlich ganz viele bunte Blumen. Das habe ich auch bereits schon. Das zeige ich euch mal. Ja, ich wickel es jetzt nicht auf, aber die sind alle bunt, die Blumen, die hier drauf sind. Alle bunt, knallebunt. Ich dachte aber, das hätte ich mehrmals. Oder habe ich das sogar mehrmals? 4, 3. Ja, das ist das Gleiche. Hier ist nochmal das süße Faultier. Hier ist nochmal die Einhörner. Hier habe ich ganz, ganz süße Geister. Hier sind ganz, ganz süße kleine Regenbögen mit Wolken. Nochmal die Regenbögen. So, und dann haben wir hier ein paar Stanzschablonen. Das sind so irreguläre, ja, seht. Die kann man halt auch super layern und kann damit so eine Schattenbox kreieren. Dann haben wir hier einmal Monster. Da kann man noch die Augen rausmachen. Und hier sind noch kleine Hörner. Und hier ist noch ein Herzchen. Da ist sogar ein Teufelsschwänzchen. Hier sind so Traubenzuckerherzchen. Kann man hervorragend auch als Streudeko verwenden. Das habe ich bei Heike Lee Kraft gesehen. Die hatte so eine Stanzschablone, die kommt gleich irgendwo. Mit ganz kleinen Herzchen. Und das kann man halt super ja auch als Shaker-Abfüllung nutzen, ne? Die, glaube ich, das ist ein Fake. Die gibt es aber, glaube ich, als Stempel und nicht als Stanzschablone. Mittlerweile machen die ja auch gerne aus Stempeln Stanzschablonen irgendwie. Die Otterlies. Ich hasse eigentlich solche Stanzschablonen, die so vorgegeben sind. Eigentlich mag ich eher wirklich so normale Figuren oder hier Formen. Die sind aber total geil, weil die koloriere ich gerne mit Aquarell. Also es kommt immer drauf an, so. Dann haben wir hier einen Seifenblasenshaker, einen Eisshaker, Flaschenshaker, die war doch gar nicht so billig, 2-3 Euro. Ein großes Eis. Dann hier so, das ist mehrteilig. Ja, das kann man, das muss man auch layern oder kann man layern und dann macht das, ist es eine Meeresszene. Dann habe ich hier eine Stanzschablone, die ich tatsächlich nicht zeigen möchte, weil es tatsächlich leider ein Plagiat ist. Mo mir die Originale, aber leider zu teuer ist, muss ich leider zugeben. Die Original kostet 50 Euro und ist auch nicht mehr erhältlich. Ja. Aber ich zeig's euch nicht. Arschloch, ne? Ich kauf so Scheiß, laber noch dumm rum, statt die Fresse drüber zu halten und wundere mich dann, dass bestimmt wieder Hate-Kommentare kommen. So, hier ist Papier. Eigentlich wollte ich in China kein Papier mehr kaufen, weil auch Papier Plagiate sind. Aber ich kenne mich auch nicht aus. Ich meine, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, bla bla. Aber ich fand das hier so schön und schlicht. Und das wurde jetzt auch unter Origami-Papier verkauft. Das war jetzt noch nicht immer Bastelpapier, sondern Origami-Papier. Das ist auch sehr, sehr dünn. Viele, viele, viele Seiten pro Design. Also ich glaube drei Seiten pro Design. Und das wurde als Origami-Papier verkauft. Gab es auch als Galaxy, da war es aber noch mehr. Noch, also von der Anzahl der Bögen mehr. Ja, wie gesagt, auch Papier ist gefaked. Ich vermute, ich weiß es nicht.
Aber mir kommt dieses Machart sehr bekannt vor, aber nichtsdestotrotz, das hier ist auch viel zu klein. Guckt mal, da sind zwar Sticker bei, aber ehrlich gesagt, was will man mit so kleinen Stickern? Wenn das wirklich gefaked wäre, kann ich mir vorstellen, dass das in der Originalgröße mindestens A4 ist. Mindestens. Aber was will man mit so kleinen Dingern? Also das ist wirklich, die Sticker, die sind mehr oder weniger für die Katz. Aber ich finde die Designs, die sind halt bunt. Bunt, 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 bunt. Aber auch teuer, auch 3,50. Also wenn ich das hier auch in Original finden würde, das würde ich mir auch in Original noch dazu kaufen. Das Coole ist halt wirklich, dass das hier jetzt A5-Format ist. Und ich schätze, dass das Original wirklich A4 wäre, mindestens A4. Und das ist halt total geil, wenn man dann das Original oder eben das hier als Ergänzung zum Original hat. Weil so ist man viel variabler in seiner Gestaltung. Das finde ich wiederum richtig geil. So. Dann kommt, was kommt hier? Ah, meine Clippers-Sammlung. Habe ich jetzt auch ganz viele noch oben. Ich sammle Clipper. Das hat bei mir keinen Grund, dass ich die irgendwie benötige. Also ich rauche nicht. Ich rauche, was weiß ich, wenn es hochkommt, 1, 2 Zigaretten in der Woche. Aber auch nur draußen, aber auch eher weniger. Kiffen habe ich mal eine Zeit lang, kommt auch sehr selten vor. Aber ich liebe trotzdem diese Feuerzeuge. Guckt mal einfach, die sind so witzig. Und immer, wenn ich dann in so einem Laden bin, das ist so bei uns so ein Hippie-Laden, da gibt es halt Kiff-Zubehör und Hardcore-Klamotten. Da gibt es aber auch, also Hardcore, die Musik, Hardstyle, hier Techno-Klamotten. Da gibt es aber auch Piercings und hier Haremshosen und so. Deswegen bin ich da hauptsächlich so ein bisschen Dritte Welt angehaucht. Und dann gibt es halt immer ganz viele Clipper. Und da muss ich immer gucken, was da so abgeht. Und ich finde die so geil. Who shares? So geil. Oder Satan is my sugar daddy. Dann haben wir hier so einen Totenkopf-Ananas. Love your shelf. So geil. Shelf ist ja ein Schrank und das heißt eigentlich yourself. Dann haben wir hier einfach so ein bisschen durchsichtig mit Mandala. Dann haben wir Sofa so good. Also so far so good heißt es eigentlich. Total geil. Ich liebe es. Hier ist nochmal so ein durchsichtiges und mit Mandala. Und das ist nochmal eine Kirche mit Totenköpfen. Und das Besondere an den Feuerzeugen ist, sie werden ja auch Kifferfeuerzeuge genannt. Wenn man die halt so hält, bekommen die halt eine größere Flamme, damit man die Bon besser anzünden kann. Und man kann halt hier das Ding rausmachen, um so mit den Joint zu stopfen. Ja, natürlich weiß ich das. Ich war auch mal jugendlich, natürlich. Aber wie gesagt, ich finde die einfach geil. Ich liebe die Dinger. Ich benutze die auch nicht, ich sammle die nur. Ich habe 2 so Aufsteller, nur um die zu sammeln und anzugucken. Ich verschenke die aber auch gerne mal, weil ich habe relativ viele Raucher im Freundeskreis. Und das ist immer eine witzige Idee, sowas zu verschenken. So, dala. Dann kommt hier ein Sticker, den muss ich noch an mein Auto machen. One Mental Breakdown Later. Das ist hier von SpongeBob oder auf SpongeBob getrimmt. Das habe ich auch noch als T-Shirt übrigens. Voll geil. So, dann hier Sticker-Bomb-Sticker. Ich liebe es. Gleich kommen noch viel mehr. Es sind auch noch ein paar unterwegs. Ich liebe diese Sticker. Und das sind immer so 50 bis 55 Stück, je nachdem. Und die kosten immer so 1,50 €, 2 Euro. Die kriegt man auch manchmal nur für 70 Cent. Und ich liebe diese Sticker. Und ich habe davon eine ganz große Kiste voll, also ein Umzugskarton voller diesen Stickern, weil ich die meistens ja auch 2-3 Mal kaufe. Und ich weiß nicht, wie ich die organisieren soll. Weil das sind ja auch so, das sind ja mal 50 verschiedene drin. Also in Pocketletter-Hüllen wird es echt zu teuer. In Fotoalben brauchst du viel zu viel Platz. Also keine Ahnung. Oder ob ich alle mal zusammen mich und in eine große Box oder lieber wirklich so thematisch in einer Tüte lasse. Keine Ahnung. So, dann habe ich hier nochmal Papier gekauft. Einfach knallebunt.
zweimal. Hier ist knallbuntes Papier. Keine Ahnung, ob das ein Fake ist. Da kann ich es mir eigentlich echt nicht vorstellen, weil das sieht jetzt auch nicht so aus. Das hat ja auch ein normales Cover. Ich mach noch mal das Bunte. Aber sagt mir auch ruhig, wenn ihr irgendwie ein Fake bei mir seht, was das für eine Marke ist oder so. Ich meine, ich kann jetzt eh nichts dran ändern, aber dieses eine A4-Papier, A5-Papier, das hätte ich schon auch gerne in Original und vor allen Dingen auch in größer, weil es wirklich richtig schön ist. Uiuiui. So, und ich würde sagen, ich mache jetzt hier nochmal einen Break und es kommt noch ein dritter Teil, weil es ist noch einiges. Ich habe hier noch eine ganz schwere Tüte. Und ja, genau, ihr Lieben, dann danke ich euch fürs Zusehen. Ich danke euch für alle Tipps und Infos und was weiß ich. Und ich wünsche euch einen schönen Tag und schaltet gerne ein zum dritten Teil. Tschüss!